Oh mein Gott. Die Bodies droppen. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zu Plague Inc. Evolved. Draußen ist ein wunderschöner Tag, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und ich habe spontan Lust, die ganze Welt brennen zu sehen und brutalst mit Hilfe einer tödlichen Krankheit auszulöschen. Es fühlt sich extrem gut an, diesen inneren Bösewicht und diesen inneren Psychopathen rauszulassen. Wie auch immer. Das hier ist Plague Inc. Evolved. Ich werde nicht allzu viel dazu sagen, weil ich denke, die meisten von euch kennen das oder haben vielleicht irgendwie irgendwann mal irgendwas davon gehört. Ich habe das vor ein, zwei Jahren mal auf dem Handy gespielt. Es gibt auch eine Mobile-Version davon für iOS und Android, glaube ich. Aber das hier ist die Steam-Version, das hier ist die PC-Version. Ich habe nie weiter gespielt als die erste Krankheit, das Bakterium, weil ich nur die Demo hatte damals. Dafür habe ich die tot gesuchtet, als gäbe es keinen Morgen. Und wir fangen an. Ich will die Welt zerstören, ich will die Welt brennen sehen. Einzelspieler, wir spielen das Hauptspiel, ich könnte auch Szenarien oder sonst was spielen, aber ich will meine Krankheit dazu bringen, die Welt zu zerstören. Ich habe es jetzt nur das Bakterium und den Virus freigeschaltet, das hier habe ich einfach mal so gemacht, zum gucken, ob ich es noch drauf habe. Und ja, ich habe es noch drauf. Ich habe die Welt zerstört in meinem Probelauf. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier auch hin, ohne dass es allzu peinlich wird. Und ja, ich nehme das Bakterium, es gibt noch viele, viele andere. Es gibt Viren, Pilze, Neuraxwürmer, Parasiten, Prionen, Nekroaviren, das ist glaube ich zombie-mäßig. Nanoviren, eine Biowaffe und dann gibt es die Affengrippe, weil die hatten irgendwann mal irgendwas mit Planet der Affen Revolution gemacht. Das heißt, ich kann die Welt von intelligenten Affen zerstören lassen, das ist cool. Aber ich nehme mal das Bakterium, ich habe noch keine Gene, das sind sowas wie Perks, wo man quasi sich einen Vorteil verschaffen kann, wenn man die freigeschaltet hat. Ich habe noch fast keinen, ich habe nur hier Rückentwicklung. Bonus-DNS bei Rückentwicklung, das werdet ihr alles gleich noch sehen, für die, die es nicht kennen, was es mit dieser Entwicklung und Rückentwicklung auf sich hat. Ansonsten habe ich nichts, wir starten auf normal und ich nenne, das steht da, das habe ich überhaupt nicht vorher eingetippt, by the way, ich nenne meine Seuche. Und das ist keine Beleidigung. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das mache. Das wird alles Sinn ergeben. Ich nenne meine Seuche. Der Witz, den hat es bestimmt schon zig hundertmal gegeben. Oder ich bin nicht der Erste, der das macht. Egal. Ich nenne meine Seuche deine Mutter. Deine Mutter wird die Welt zerstören. Willkommen bei Plague Inc. Deine Wahl Bakterie. Um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln und dich auf der Welt ausbreiten. Lösche die Menschheit mit der ultimativen Seuche aus. Mit deiner Mutter. Das ist so dämlich. Okay, Startgebiet wählen. Wähle das Ursprungsland deiner Seuche, bla 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 bla. Okay, wir müssen auswählen, wo die Seuche starten soll. Und es ist keine gute Idee, sowas zu nehmen wie Amerika, also USA, oder zum Beispiel Deutschland oder irgendwas westliches Reiches. Weil das Problem ist, wir haben hier im Westen eine sehr, sehr gute Gesundheitsversorgung. Das heißt, das wird nicht so wirklich funktionieren. Wir haben Antibiotika, wir haben Medikamente, das ist also keine gute Idee. Was aber eine gute Idee ist, ist sowas wie China, Südostasien, Indien oder Saudi-Arabien. Die sollen alle sehr, sehr gut funktionieren, weil da gibt es Flughäfen, da gibt es normale Häfen, da leben sehr, sehr viele Leute aufeinander und die Bedingungen sind nicht so wirklich gut. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Die tödliche Seuche beginnt in Indien. Okay, infiziert. Deine Mutter befällt Indien. Da ist es. Deswegen habe ich den Parasiten, nicht den Parasiten, das Bakterium, deine Mutter genannt. Deine Mutter hat den ersten Menschen infiziert. Status schwach und an hohe Temperaturen gewöhnt. Mit DNS-Punkten weiterentwickeln, um mehr Menschen zu infizieren. Deine Mutter ist ein Bakterium und hat den ersten Menschen infiziert. Schatz, ich habe nichts gegen deine Schwiegermutter, aber sie ist ein Bakterium. Und alles, was ich jetzt machen muss, ist, ich warte. Ich muss warten. Tipp, berühre DNS-Blasen für DNS-Punkte. Genau, wenn ich die Dinger zerplatze, dann kriege ich hier links unten Punkte, mit denen ich die Krankheit weiterentwickeln kann. Deine Mutter beginnt sich auszubreiten. Das ist so ein verdammt guter Name, das passt so gut in die Sätze rein. Deine Mutter beginnt sich auszubreiten. Nimm sie von Meckes weg. Deine Mutter breitet sich in Indien von Person zu Person aus, sitzt im Kino neben jedem und wird exponentiell zunehmen. Es ist auch gerade noch das Wort zunehmen. Man kann nicht sagen ausbreiten. Nein, nein, es muss gerade das Wort zunehmen sein in der deutschen Version. Das passt perfekt. Du kontrollierst die Seuche indirekt, indem du sie weiterentwickelst. Okay. Sie breitet sich in Indien von Person zu Person aus und nimmt langsam zu. Wie soll sich das Ding übertragen? Soll ich Wasser oder Luft? Ich kann auch Viecher oder Blut oder Stichviecher oder Nagelviecher oder Fliegeviecher nehmen. Luft oder Wasser? Was ist besser? Du kannst Luft nicht wirklich waschen, du atmest Luft. Du kannst Wasser abkochen,
und so Dinger reinschmeißen, damit das keimfrei wird. Aber mit Luft geht das nicht, es sei denn, du hast einen reinen Raum. Das heißt, ich nehme Luft. Komm, fuck it. 9 DNA-Punkte, alles klar. Gib ihm. Deine Mutter wurde erfolgreich weiterentwickelt. Deine Mutter digitiert zu Snorlax. Du hast deine... Ich weiß, falsches Franchise. Du hast deine Krankheit mit DNS-Punkten weiterentwickelt. Weitere Optionen sind aufrufbar. Zerplatze Biogefahrblasen, infiziere Menschen für weitere Punkte. Ich habe wieder 14 DNA-Punkte. Das heißt Fähigkeiten. Kälteresistenz, Wärmeresistenz, Arzneimittelresistenz. Das ist gut. Weil wohlhabende Länder haben Arzneimittel. Und da verbreitet sich das nicht so gut, deswegen mache ich das mal nur vorsorglich, weil ich muss später eh in die wohlhabenden Länder. Und mehr kann ich nicht, das ist großartig. Wie läuft's denn eigentlich? Ich bin auf maximalem Spieltempo, by the way. Es läuft halbwegs. Wir haben 1000 Menschen infiziert. Alles gut. Schiffe verwenden neues Reinigungsverfahren, um die Krankheitsübertragung durch Schiffe einzudämmen, werden neue Reinigungsmethoden benutzt. Nur fortgeschritten durch wasserübertragende Krankheiten können sie überleben. Das ist toll, das heißt, ich brauche Wasserübertragung. Na, klasse. Okay, das sind Zufallsereignisse, die nicht wirklich in meine Hand spielen. Bla 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 bla, Übertragung, wo ist es? Da, Wasser. Komm, ich nehme mal Wasser und komme ich an dem Schiff vorbei oder an diesem Reinigungssystem. Schiffe durch Upgrade wieder infizierbar. Jawohl. Breite dich aus, Krankheit. Exponentielles Wachstum for the win. Habe ich die Blase verpasst? Nee, habe ich nicht. Okay, wir haben die Landesgrenzen überschritten. Deine Mutter erreicht Südostasien. Südostasien wurde infiziert. Deine Krankheit, bla 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 bla. Okay, wann immer ein neues Land infiziert wird, kommt so eine rote Biogefahrblase. Und die muss ich dann zerplatzen, um extra DNS rauszukriegen. Ja, deine Mutter breitet sich nach Südostasien aus. Ich hätte nie gedacht, dass deine Mutter so stark zunehmen kann. Freunde, wir erreichen den Westen. Langsam aber sicher erreichen wir den wohlhabenden Westen. Alles ist gut. Übelkeitssymptom mutiert. Nein, du mutierst gar nichts. Du mutierst gar nichts. Nein, 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 nein. Ich will noch nicht entdeckt werden. Ich will keine Schwere. Ich will nicht, dass die Menschen ahnen, was sie befällt. Das muss nicht wirklich sein. Bla bla bla. Fähigkeiten. Wir wären einmal mit Kälteresistenz, weil ich muss noch nach Kanada. Da ist es kalt. Und dann muss ich noch nach Grönland und Grönland ist furchtbar zu infizieren. Und einmal Hitzeresistenz, dafür habe ich Geld. Und dann mache ich noch einmal Nagetiere. Oh mein Gott, what the fuck? Was ist gerade passiert? Wie viele Blasen waren das denn? Okay, ich muss das Spiel mehr pausieren, wenn sowas kommt, weil ich komme fast nicht hinterher. Ich komme wirklich nicht hinterher. So. Haben wir es? Ansteckender als die gewöhnliche Grippe. Deine Mutter hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als die gewöhnliche Grippe. Es ist die ansteckendste Krankheit, die es gibt. Deine Mutter ist ansteckend. Das ist großartig. Zystensymptom. Nein, du mutierst gar nichts, wenn ich es nicht will. Du mutierst gar nichts. Außerdem habe ich sau viele DNA-Punkte. Was mache ich? Übertragung vielleicht? Nee, Fähigkeiten. Genetische Verhärtung. Nee, Arzneimittelresistenz vielleicht. Oder bakterielle Widerstandsfähigkeit. Entwickle bakteriellen Mangel zum Schutz gegen alle Klimabedingungen. Das ist eher so ein Allrounder-Ding. Komm, ich mach noch. Blut. Nee, Insekt. Soll ich Insekten machen? In heißen Klimazonen. Nee, ich mach mal Viecher. Landviecher. Guck dir mal China an. Fest der Liebe in Mexiko. Mexiko feiert das Fest der Liebe. Fans begrüßen den Ersatz für den internationalen Tag des Küssens. Kritiker stellen Hygienestandards frei. Oh ja, küsst euch. Bitte küsst euch. Übertragt das weiter. Guckt euch mal China an. China ist komplett infiziert. Indien genauso, Südostasien auch. Es gibt da keine gesunde Person mehr in diesen Ländern. Alles, was ich jetzt machen muss, ist warten und dann schlage ich zu mit voller Härte, die mir zur Verfügung steht. Das läuft großartig. Ich muss fast gar nichts mehr machen, außer hingucken und vielleicht ab und zu mal irgendwas ausgeben, weil ich 84 DNA-Punkte habe und die nicht wirklich ausgebe. Komm, ich mach mal Vögel, dann von mir aus fucking Blut und ich habe ja übrig dann noch Insekten. Komm, fuck it, jetzt alles. Ihr werdet durch alles übertragen. Das Ding wird durch alles übertragen. Ich werde euch zerstören, Menschheit. Die Welt ist erledigt. Wenn das so funktioniert, wie ich es vorhab. Oh ja, yeah. Wir haben Schweden und Grönland. Alles gut, ich habe jedes Land der Erde. Wenn das so läuft, wie ich es vorhab, dann ist die Welt absolut erledigt. Wirklich absolut erledigt. Ausschlagssymptom. Was? Du mutierst hier gar nichts. Habe ich mich klar ausgedrückt. Wobei, die Haut ist mit Blasen überzogen und Schmerz. Ansteckungsgefahr wird leicht erhöht. Soll ich das langsam mal... Warte, wie sieht's denn auf der Welt aus? Ein Großteil der Welt ist infiziert. Ich lasse das jetzt einfach mal. Da muss ich später weniger Punkte dafür ausgeben. Ich warte noch ein bisschen, dann erhöhe ich die Letalität. Und die Bodies droppen, wie die fliegen. Globale Erwärmung. Heiße Länder werden heißer. Das ist mir scheißegal. Ich habe ganz Afrika. Liebes Bakterium, ich erlaube dir, hiermit Zysten zu mutieren. Das erste Mal von den letzten 5 Versuchen, die du gemacht hast. Ich hoffe, du erwähnst das positiv in deinem Lebenslauf. Neue unscheinbare Krankheit breitet sich aus. Oh, die ist weit hinter Ausbreiten. Die ist schon überall. Während einer Untersuchung fand ein Arzt aus Afrika eine neue Krankheit namens deine Mutter.
Sie scheint harmlos, muss aber untersucht werden. Sie tritt auch anderswo auf. Ist sie harmlos? Ich habe 45 Punkte. Das reicht, glaube ich, für absoluten Tod. Brasilien startet Arbeit an Heilmittel. Okay, so langsam müssen die Bodies droppen. Ich mache das jetzt mal. Komm, ich gebe euch. Ich mache euch fertig. Wo ist es? Symptome. Schwitzen. Nee, was ist tödlich? Nichts davon ist tödlich. Husten. Ja, du hustest, dann kriegst du eine fette Lungenentzündung, was die Leute nicht umbringt, aber okay. Dann kriegst du eine Lungenfibrose und ich kann mir vollständiges Organversagen nicht leisten, aber bald. Ich brauche noch 2 Punkte, dann gibt's vollständiges Organversagen und dann ist Ruhe. Erster Todesfall in Türkei. Erster Todesfall durch deine Mutter in Türkei bestätigt. Hast sie sich eventuell auf jemanden draufgesetzt? Pech oder der Anfang von etwas Schrecklichem? Das ist der Anfang vom Ende, Freunde. Der Anfang vom Untergang der Welt. China schließt Flughäfen. China, du bist zu spät. Es gibt kein gesundes Land mehr auf der ganzen Welt. Deine Mutter auf Beobachtungsliste gesetzt. Wahrscheinlich wortwörtlich, dann findest du die Liste nicht mehr. Deine Mutter wurde in die WHO-Beobachtungsliste aufgenommen und als gefährlich eingestuft. Regierungen wurden gewarnt, dass die Krankheit unaufhaltsam werden könnte. Oh, du hast sowas von recht. Vereinigtes Königreich bei Heilmittelforschung führend. Ja, genau, seid ihr führend. Okay, was ich mache, ist folgendes. Ich mache einmal die Arzneimittelresistenz raus. Ne, ich mach das raus. Dann habe ich genug Punkte für das vollständige Organversagen. Und jetzt berühre Heilmittelblasen, Hemdheilung, ich weiß. Und jetzt droppen die Bodies auf den Floor. Deine Mutter tötet rasant. Sie setzt sich auf Menschen. Bekämpfe die Heilung, ich weiß, Spiel. Alles, was ich jetzt machen muss, ist warten. Die letzten werden infiziert und die ersten droppen. Mehr Tote als durch die Pest. Bitte lass das funktionieren, ich will mich nicht blamieren. Mehr Tote als durch die spanische Grippe. Läuft, deine Mutter ist tödlich. Nein, ihr erforscht hier gar nichts. Heilmittel zu 25% fertiggestellt. Fuck. Wenn ich genug Punkte habe, mehr Tote als durch die Pocken. Wenn ich genug Punkte habe, kann ich das ein bisschen aufhalten. Globale Forschung richtet Blick auf Heilung. Nein, ihr macht erstmal gar nichts. Was ihr macht ist, ihr haltet die Klappe und nehmt einmal genetische Verhärtung. Dann dauert das ein bisschen länger. Komm schon, töte schneller. Ja. Oh mein Gott. Die Bodies droppen. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Mexiko beginnt zu zerfallen. Let the bodies hit the floor. Oh. Du sagst mir jetzt aber nicht, dass das zu schnell geht, richtig? Heilmittel zu 75% fertiggestellt. Geht das zu schnell? Es sind noch 5 Millionen gesund. Das könnte eventuell zu schnell gehen. Gib mir eine Sekunde. Genumbildung. Dann gleich noch eine Genumbildung. Dann kann ich nichts mehr rumstecken. Ich kann nichts mehr woanders reinstecken. Jetzt geht das darunter. Japan in Anarchie verfallen. Jetzt geht das darunter, weil ich zweimal die Gene umgebildet habe. Ich töte fast zu schnell. Scheiße. Es gibt... Nein! Okay, warte. Halt. Ich brauche mehr Übertragung. Ich brauche mehr Übertragung durch alles. Luft. Und mehr kann ich nicht machen. Komm schon. Werdet infiziert, ihr Schweine! Werdet infiziert! 1 Million! Es sind zu viele Gesunde! Die Welt wird nicht rechtzeitig infiziert! Fuck! Ja! Nein! Die gesamte Menschheit ist infiziert. Ich hab's. Die letzte gesunde Person auf diesem Planeten wurde vor kurzem mit deiner Mutter infiziert. Das war's, das ist GG. Niesensymptom, ist mir ganz egal. Komm, ich mach das noch, auf den letzten Meter mache ich es noch brutaler, damit die Menschen so dreckig verrecken wie nur möglich. Immunsuppression, jawohl. Okay, gib ihm, das ist GG. Alles, was ich jetzt mache, ist mich zurücklehnen, ab und zu mal so ein paar Blasen zerpoppen, damit das nicht schneller geht. Aber das war's. Es gibt noch 150 Millionen Menschen auf der Welt, 100 Millionen Menschen gibt's noch auf der Welt, 80 Millionen Menschen auf der Welt, 70 Millionen Menschen, 60 Millionen, let the bodies hit the floor, 50 Millionen, 40 Millionen, das war's. Welt, du bist im Arsch, es tut mir leid, 30 Millionen. Ab jetzt läuft der Counter nur noch nach unten, Freunde. Das hier geht aber fast ein bisschen zu schnell. Ne, das geht jetzt gar nicht mehr, ne, weil die Menschheit zerfällt. Das geht gar nicht mehr weiter, weil die Menschheit komplett im Arsch ist. Es gibt keinen mehr, der dran forschen könnte. Das war's. Ich habe gewonnen. 6 Millionen Menschen, 5 Millionen Menschen, 4 Millionen Menschen, 3 Millionen Menschen, 2 Millionen übrige Menschen. Ich habe 7 Milliarden Menschen umgebracht. Heilige Scheiße. 1 Million Menschen. Langsam aber sicher nähern wir uns dem Ende. 900.000. Oh mein Gott, geht das schnell. Deine Mutter wird die Menschheit auslöschen. Jawohl. Deine Mutter hat die Welt trotz aller Bemühungen zerstört. Die letzten verbliebenen Menschen sind sich darüber bewusst, dass sie das Ende der Menschheitsgeschichte miterleben. Das war's. Leute, ich habe die Welt zerstört. Es tut mir wirklich leid, aber es musste sein. Deine Mutter ist so gefährlich. Das ist halt einfach so, dass das passiert. So. 150.000 Menschen. 100.000 Menschen. Ich werde alle auslöschen. Es ist final an dem Punkt. Das war's. 40.000 Menschen, 30.000 Menschen, 20.000 Menschen. Der letzte Countdown. It's the final Countdown. 3.000, 2.000, 1.000, 150 und das war's. Sieg!
Deine Mutter hat alles Leben auf dem Feld erfolgreich ausgelöscht. Der Satz am Ende liest sich auch noch so schön. So, das war's. Ich könnte mir jetzt das Replay angucken. Wie lange hat's gedauert? 1200 Tage. Wie viele Jahre sind denn das? Das sind knapp 3 Jahre? Irgendwie sowas. Ja, knapp 3 Jahre. Bisschen mehr als 3 Jahre, ich weiß gar nicht. Gegenkomplexität, Standard, Spieltyp, Hauptschwierigkeit, normal, Heilmittelfortschritt, 88%. Solchen Typ Bakterien. Gesamtwertung 2640 Punkte. Das war's. Ich hab gewonnen. Der folgende neue Gentyp ist entdeckt und freigeschaltet worden. Mutationsbonus im Einzelspieler. Tja, ich hab die Menschheit zerstört. Mit deiner Mutter. Es tut mir leid, okay? Ich fand das lustig und musste es tun. Es ging nicht anders. So, das war's. Ich habe die Welt ausgelöscht. Als nächstes wäre der Virus dran. Schreibt mir mal hier unten drunter, ob ich das machen soll. Ob ich das Spiel weiterspielen soll mit dem Virus. Ich persönlich finde das Spiel richtig, richtig cool. Das hat was extrem Befriedigendes. Wenn du siehst, wie am Ende der schwarze Balken den roten immer mehr füllt und die Leute auf den Boden fallen, wie die fliegen und du einfach alles umbringst. Das ist, als ob du den Killswitch quasi umlegst und alles fällt tot um. Die Bodies droppen left and right. Es gibt keinen Mensch mehr auf der ganzen Welt. Das hat irgendwie was sehr Befriedigendes, so komisch das auch klingen mag. So, das war's hier für dieses Mal bei Plague Inc. Evolve. Wie gesagt, schreibt mir unten drunter, ob ich das weiterspielen soll. Und dann machen wir beim nächsten Mal den Virus. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr die Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen und lasst euch nicht von Bakterien infizieren. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Schleim. Yeah, was? Der Boden tut mir weh. Ist das schon voller Ernst? The fuck? Der Boden tut mir weh. Was? Ich hab gerade Leben verloren, weil ich den... Ich bin ja doof. Warte, halt, ich hab eine Idee. Ich muss die Nummer mit den Schleim gar nicht machen. Hör auf, mich wegzuschießen. Auf mich, ich weigere mich. Wow, danke schön. Ich wollte eigentlich einen geladenen Sprung machen.